Wir bauen hier einen neuen Fernbahnhof, damit der Stuttgarter Flughafen an den Regional- und Fernverkehr angeschlossen wird. Hier werden insgesamt in offener und bergmännischer Bauweise 4,4 Kilometer Tunnel gebaut. In Stuttgart und der Region wird die Bahn fit gemacht für die Zukunft. Auch am Flughafen der Landeshauptstadt tut sich einiges. Nicht nur oberirdisch wird hier eindeutig sichtbar für jedermann gebaut, auch unter der Erde wird mit ganzer Kraft gearbeitet. Wir haben mit den Baumaßnahmen hier im Sommer 2020 begonnen. Nach 2,5 Jahren Bauzeit sind wir sehr weit vorangekommen. Der nächste Meilenstein ist der Abschluss der Vortriebe im Sommer 2023. Und dann sind alle 4,4 Kilometer dieses Bauabschnitts aufgefahren. Und das wird auch der letzte Durchschlag sein im gesamten Projekt Stuttgart 21. Und wir haben dann 56 Kilometer Tunnel aufgefahren. Am Flughafen entstehen der 5 Kilometer lange Teil der Neubaustrecke Stuttgart-Wendlingen-Ulm entlang der Autobahn A8, der neue unterirdische Fern- und Regionalbahnhof mit den zwei Zugängen und die daran anschließenden Tunnel sowie der Pfaffensteigtunnel. Zukünftig werden hier die Züge aus München kommend die Neubaustrecke verlassen, in den Trog einfahren und über den Tunnel zum neuen Fernbahnhof Stuttgart Flughafen einfahren. Da hinten sehen wir den Übergang von der Trogbauweise in die offene Bauweise. Und von der offenen Bauweise gehen wir ins Gebirge hinein. Dort beginnt unser Tunnel und da gehen wir jetzt hin. Wir haben beim Tunnelvortrieb 4 Angriffspunkte vom Osten und vom Westen und von der Station Richtung Osten und Richtung Westen. Und hier vorne an der Ortsbrust findet der Vortrieb der Strosse Sohle statt. Wie man sieht, arbeiten wir hier direkt am rauen Stein und ringen dem Gebirge Tag für Tag, Meter für Meter ein neues Stück Tunnel ab. Da wir die Tunnel von zwei Seiten vortreiben, müssen die sich auch am Ende treffen. Und damit dies gewährleistet wird, wird während des Vortriebs der Tunnel ständig vermessen. Hinter mir sehen wir das Ende des Aufweichungsbauwerks mit der Brillenwand. Auf der einen Seite wird der Flughafentunnel fortgesetzt. Zu meiner Linken sehen wir den zukünftigen Anschluss der Gäubahn über den Pfaffensteigtunnel an den Fernbahnhof Stuttgart Flughafen. Der rund 11 Kilometer lange Pfaffensteigtunnel wird zukünftig der längste Eisenbahntunnel Deutschlands sein. Züge aus Richtung Singen und Zürich erreichen den Flughafen in Zukunft über den Pfaffensteigtunnel. Unter anderem wird mit den beiden neuen, rund 11 Kilometer langen Röhren, die bei Böblingen in den Bestand münden, auch die Gäubahn fit gemacht für den Deutschlandtakt. Wir befinden uns hier am Zugang Ost, einen der beiden Zugänge zur zukünftigen Station. Der zukünftige Bahnhof wird zwei Zugänge haben, den Zugang Ost und den Hauptzugang am Messepiazza, den sogenannten zentralen Zugang. Hier ist fast die Bahnsteigebene, auf der zukünftig die Züge halten werden, wo die Passagiere ein- und aussteigen können. Zwischen den beiden Tunnelröhren wird dann das aufgehende Gebäude hergestellt und der Zwischenraum zwischen dem Schacht und dem aufgehenden Gebäude wird mit Ausbruchsmaterial aus den Tunneln wieder verfüllt. Der Schacht hat eine Tiefe von 33 Metern und im Durchmesser 45 Meter. Die gesamte logistische Andienung für die gesamte Baustelle erfolgt hier über den Rückenkran. Über diese vertikale Andienung wird das Baumaterial, Beton, Stahl, aber auch die ganzen Baumaschinen hinabgefördert. Das anfallende Ausrüstmaterial wird ebenfalls über den Brückenkran nach oben befördert. Dabei kann der Brückenkran eine Last von 50 Tonnen heben. Wir befinden uns am Ende der Bahnsteigröhren. Die Bahnsteige sind jeweils 430 Meter lang
und da, wo der Querschnitt vom Maulprofil ins Kreisprofil wechselt, beginnt wieder der Tunnel. Damit zukünftig die Passagiere von einem Bahnsteig in den anderen wechseln können, sind in der Station 5 Verbindungsbauwerke. Wenn Stuttgart 21 im Jahr 2025 in Betrieb geht, verkürzt sich die Reisezeit zum Flughafen ganz erheblich. Denn zwischen dem künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Flughafen dauert es dann nur noch wenige Minuten. Einen weiteren großen Gewinn an Reisezeit gibt es dann 2027. Dann können auch Züge aus Richtung Ulm direkt am Flughafen halten. Die Fahrzeit zwischen Ulm und Flughafenbahnhof beträgt dann nur noch eine halbe Stunde, statt heute rund 1,5 Stunden. Wir haben jetzt den zentralen Zugang erreicht. Das wird der Hauptzugang zur Station sein. Über uns befindet sich die Messepiazza und die Passagiere werden in Zukunft dann über 10 Aufzüge hier nach unten auf die Station gebracht. Dieser Schacht, den wir hier sehen, in dem zukünftig die Stahltürme für die Aufzüge stehen werden, ist 20 Meter breit. Auch während der Bauphase sind oben auf der Messepiazza Baukräne, die Baustelle logistisch unterstützen. Dort drüben endet die Station und es beginnt der Flughafen Tunnel West. Nach 1 Kilometer Tunnelröhre schließt er wieder an die Neubaustrecke auf der Filder Ebene an und dort gehen wir jetzt hin. Der Flughafentunnel West besteht aus 2 Teilen, der offenen und der bergmännischen Bauweise. Die offene Bauweise musste gewählt werden, weil aufgrund der Trassenführung und der Gradiente der Gleise die Überdeckung hier nicht ausgereicht hätte, um einen Tunnel herzustellen. Erst kurz vor der Autobahn beginnt die bergmännische Bauweise. Hier hinter mir sieht man den Trog und über den Trog fädelt die Trasse wieder auf die Neubaustrecke ein. Und über den Filtertunnel, wo wir hinten bereits das Filterportal sehen, führt die Strecke hinab zu neuem Stuttgarter Hauptbahnhof.